Es war um 8.30 Uhr am 16. Dezember 2008, als sich 43 Feierabendler der Regionalgruppe Berlin-Mitte bei nebligem Wetter mit dem Bus auf dem Weg nach Grevenhainichen machten. Gegen 11.30 Uhr kamen wir am Schacht Barbara in Grevenhainichen an und wurden dort von einem Steiger mit dem Lied der Bergleute Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt und er hat sein helles Licht bei der Nacht und er hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezündet, schon angezündet. Herzlich empfangen. Die Tische waren bereits festlich gedeckt und so konnten wir nach einer kurzen Einführung in die Welt des Bergwanks uns unseren Weihnachtsschmaus Gänsebraten mit Grünkohl und Klößen schmecken lassen. Nach dem Essen, natürlich zur Verdauung des Gänsebratens, machten wir zunächst einmal einen Bummel durch das Freiluftmuseum am Schacht Barbara. Dort hatte der Wirt allerhand aus dem Bergbau zusammengetragen. Vorbei an der heiligen Barbara ging es dann in die kleine Stadt Grevenhainichen. Unser erster Stopp war an der Paul-Gerhardt-Kapelle, die jetzt Paul-Gerhardt-Museum ist. Über die Fußgängerzone wanderten wir weiter bei an schönen Fachwerkhäusern bis zum Mittelpunkt des Städtchens, die St. Marienkirche aus dem 16. Jahrhundert. Bald erreichten wir auch den Marktplatz mit dem kleinen Rathaus, auch ein schönes Fachwerkgebäude. An der alten Postsäule endete unsere kleine Stadtbesichtigung und es ging zurück zum Schacht Barbara. Auf dem Rückweg machten unsere Frauen noch einige kleine Einkäufe und bald erreichten wir auch unser Ziel. Der Nachmittag klang mit einer gemütlichen Kaffeetafel, vielen Weihnachtsliedern und Weihnachtsgedichten aus. Alle haben dabei fröhlich mitgesungen. Zum Abschluss kam der Weihnachtsmann mit seinen zwei Engelchen und verteilte kleine Geschenke für uns.
Gegen 17.30 Uhr traten wir unsere Heimfahrt an. Zurück in Berlin machte unser Busfahrer noch eine kleine Lichterfahrt über den Tauentzien und Potsdamer Platz, bevor wir dann wieder am Endchen von Tara ausstiegen.